VW liegt in Trümmern, völlig am Boden. Der Konkurrent Toyota, er schreibt neue Gewinne, er hebt die Jahresziele an, er hat VW teilweise überholt. Und ich zeige euch heute mal, es liegt nicht daran, dass die Leute keine Autos kaufen. Die Leute kaufen nur keine Volkswagen mehr. Das ist ein hausgemachtes Problem. 30.000 Jobs sollen jetzt gestrichen werden. Natürlich gibt es nächste Woche einen Autogipfel im, nein, nicht Kanzleramt. Da ist nämlich keiner zu Hause. Olaf Scholz verlässt die Stadt, er flüchtet vor der Wahl in Brandenburg. Es wird einen Autogipfel geben mit Robert Habeck. Ja, genau, mit dem Autofreund schlechthin, dem grünen Wirtschaftsminister oder sollen wir besser sagen, dem Misswirtschaftsminister. Wirtschaft kann man das nicht mehr nennen, was wir hier haben. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal, wie schnell der Abgesang von VW hier inzwischen Formen annimmt. Man hat einen Tag gewartet bis nach der Sachsenwahl, um mit der Meldung um die Ecke zu kommen. Man möchte die tarifliche Kündigungsausschlussgarantie, also diese Jobgarantie, wollte man aufkündigen. Das Ganze ist schon passiert. Es war dann auch eine große Betriebsversammlung. Und wenn man sich die Betriebsrätin und den Chef der IG Metall dort angeschaut hat, dann sieht man stellvertretend, wo das Problem ist. Die ganze Belegschaft von VW sitzt jetzt da wie ein kleines Kind mit den Ellenbogen auf dem Tisch und sagt, wir wollen aber keine Stellen abbauen und wir wollen keine Werke schließen, das Management ist schuld. Jetzt gibt es allerdings das tragende Problem, das wirklich, also das ist das essentielle Problem, dass unverkaufte Autos auf dem Hof stehen. Da führt kein Weg dran vorbei, dass diese Autos irgendwie verkauft werden müssen. Und hier kommt schon das erste Problem von VW. Ich habe mir die Zahlen etwas genauer angeschaut. Man hatte, na, bei dem letzten veröffentlichten Bericht noch eine Restliquidität von etwas über 20 Milliarden Euro, also das Cash auf dem Konto in der Tasche, mit dem man hier wirtschaften kann. Man hat dann dieses Jahr auch wieder Dividende ausgeschüttet für das vergangene Geschäftsjahr. Und da kommen die einen und wieder und sagen, ja, aber wenn Sie die Dividende bei VW streichen, dann fällt der Konzern ja noch mehr in der Börsenbewertung und dann wird er am Ende von jemand anderem übernommen. Solange das Land Niedersachsen da drin so groß vertreten ist, wird VW auch nicht feindlich übernommen. Und wenn man seine Dividende nicht mehr bezahlen kann, ja, dann muss man sie eben streichen oder man begeht große, große Fehler, die VW schon in der Vergangenheit gemacht hat. Und sie wollen einfach die Rechnung dafür nicht bezahlen. Das ist ja jetzt das Große. Ich habe mich nur gefragt, wie kann denn bei VW so schnell auf einmal das Geld ausgehen? Sie sagen immer, 80% der Autos werden gebaut auf Bestellung. Das heißt, es bleiben 20% Fahrzeuge übrig, die Sie gar nicht auf Bestellung bauen. Jetzt haben Sie ungefähr 8 bis 9 Millionen Autos letztes Jahr abgesetzt. 20% davon sind dann schon knapp 1 Million. Jetzt sagen Sie selbst, Sie haben 540.000 unverkaufte Autos auf dem Hof stehen. Aber diese Autos sind produziert und gebaut. Das ergibt je nach Verkaufspreis dieser Autos irgendwas zwischen 15 und 30 Milliarden Euro Wert, der quasi auf dem Parkplatz steht und das Cash auf dem Konto fehlt. Man hat also zu viele Autos auf Halde gebaut und hat jetzt nicht mehr genügend Liquidität im eigenen Konzern, um mit dieser Strategie weiterzumachen. Der Witz ist ja jetzt, jetzt wollen Sie natürlich Ihre Kosten senken. Sie müssen auch Ihre Kosten senken. Wie Sie das Ganze jetzt hier am Ende wieder machen, ist ja schon der nächste. Also Sie planen bis zu der Hälfte der Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung in Deutschland rauszuwerfen. Es ist die Frage, ob das am Ende hilft, wenn man die deutschen Entwickler rauswirft. Die Frage ist, wer macht es dann? VW hat sich ja selbst ins Bein geschossen, indem sie den VW Up eingestellt haben und den Porsche Macan und den VW T61, also den Transporter, nicht auf europäische Standards umgerüstet haben. Jetzt gibt es den T7, den neuen Multivan, schweineteuer. Und der neue Transporter T7 von VW wird in Kooperation mit Ford gebaut und zwar ab sofort in der Türkei. Also eines der quasi Schlüsselprodukte inzwischen von VW, der VW Transporter, ist jetzt kein VW mehr. Es ist ein Twitter mit Ford und wird auch noch gebaut in der Türkei. Es ist ja genauso, der VW Tiguan wird in Wolfsburg gebaut. Möchte man allerdings den Tiguan mit den 7 Sitzen statt mit den 5 in der gestreckten Version, dann wird er in Mexiko gebaut und dann mit dem Schiff hierher gefahren.
Dinge, die sich Betriebswirtschaftler am Ende schön rechnen. Und das Audi-Werk in Brüssel, ja, das wird es wohl bald nicht mehr geben. Das ist am Ende so. Die Mitarbeiter in dem Werk sind auch völlig amok gelaufen. Es gibt absolut keine Aussagen der Firma über die Zukunft des Werkes. Das ist ärgerlich. Allerdings wird dort nur Q8 e-tron gebaut. Und auf der Webseite bei Q8 e-tron steht, dass nächstes Jahr die Produktion ersatzlos eingestellt wird. Man wird dieses Modell einfach vorzeitig beenden. Das wird allerdings ausschließlich in Brüssel gebaut und es gibt für die nächsten 2 Jahre keine Ankündigung eines neuen Modells. Folglich können sich die Mitarbeiter ausrechnen, dass sie irgendwann im nächsten Jahr ihren Job verlieren. Und weil niemand mit ihnen gesprochen hat, waren sie dann so sauer und haben 200 Autoschlüssel geklaut. Sie haben von 200 neu gebauten Audi Q8 e-tron die Schlüssel mitgehen lassen, um das Management zu erpressen, ihnen etwas zu sagen über die Zukunft ihrer Jobs. Und da muss ich sagen, ich verstehe den Ärger gegenüber dem Management, aber seinen Arbeitgeber zu beklauen oder zu versuchen zu erpressen, führt am Ende zur fristlosen Kündigung und zwar ohne Abfindung. Und da hat VW auch Druck gemacht, hat gesagt, wenn die Schlüssel nicht in 24 Stunden zurück sind, lassen Sie die Staatsanwaltschaft kommen. Sie haben Videoaufnahmen, wer die Schlüssel entwendet hat und dann sind die Leute weg vom Fenster. Ich sage euch, die sind sowieso weg vom Fenster. 2 Tage später, was haben sie gemacht? Sie haben die neuen Reifen aus der Produktion rausgetragen und haben einfach ein großes Feuer vor dem Werk in Brüssel gemacht. Und da kann ich nur sagen, wenn die Mitarbeiter einem so auf der Nase rumtanzen, würde ich als Chef auch dieses Werk dicht machen. Es ist natürlich unverschämt, dass sie im Internet stehen haben, die Produktion läuft aus und die Mitarbeiter wissen nichts davon. Aber Mitarbeiter können sich in einem Arbeitskampf nicht alles erlauben. Das machen sie aber immer. Sie fühlen sich hier im Recht und da muss man sagen, es sind doch alle mitbeteiligt gewesen an dieser Entscheidung. Die Mitarbeiter haben alle Mitarbeiteraktien und werden am Ende immer für ihren Vorstand gestimmt haben, obwohl sie selber wissen, dass es völliger Schwachsinn ist. Und so ist es auch mit vielen, die Anteilseigner bei irgendwelchen Firmen sind, die machen sich keine Gedanken darüber, was es denn heißt bei einer Hauptversammlung, wenn dort Beschlüsse gefasst werden. Und dann kann man immer nur sagen, ja, aber wenn ihr euch nicht damit befasst, dann könnt ihr euch hinterher nicht über das Ergebnis beschweren. Ihr wart die ganze Zeit am langen Hebel als Aktionär. Jeder Mitarbeiter bei VW ist gefühlt Aktionär. Es gibt kaum Leute, die das ausschlagen, weil man sie ja billiger bekommt. Und die hätten auch alle abstimmen können und hätten, anstatt sich Betriebsräte und IG Metall-Leute zu wählen, die immer nur darauf beharren, dass es mehr Geld gibt und die Stunden reduziert werden. Man hat jahrelang in einem Wolkenkuckucksheim gelebt und jetzt kommt so langsam die Realität raus. Man hat es verschlafen, man hat alles verschlafen. Toyota hat eine völlig neue Generation von Verbrennungsmotoren entwickelt. Die kommen erst in 2 Jahren noch auf den Markt, aber sie schwören darauf und sagen, die sind schon ready for Synfuels, also für synthetische Kraftstoffe, baut Toyota jetzt schon fertige Motoren, obwohl es weltweit noch gar keine Zulassung dieses Kraftstoffes gibt, sieht man hier großes Potenzial. Toyota hat VW inzwischen abgehängt. Es gibt bei Toyota keine Kostensenkungsprogramme. Natürlich haben sie auch das Problem der Rückrufe und dass es mal schlechter läuft. Aber so katastrophal gegen die Wand gefahren wie VW ist Toyota nicht. Nein, absolut nicht. Und jetzt ist es am Ende so, solange das Land Niedersachsen da drin sitzt, wird sich bei VW nichts ändern. Es müsste sich alleine schon die Mentalität und die Kultur bei VW ändern, dass man wieder sagen kann, man ist Volkswagen. Aber mit Seat und mit Skoda hat man seine eigene Marke kannibalisiert, mit Audi noch dazu und dann sind die Fahrzeuge am Ende viel zu teuer. Und die Fahrzeuge sind ja auch teuer, wenn sie nicht in Deutschland produziert werden. Das kommt ja immer noch dazu. Es gibt Fahrzeuge, die werden in Billiglohnländern produziert und haben am Ende beim Verkaufspreis keinen deutlichen Vorteil und auch die Marge ist nicht viel höher. Große, große Ausnahme ist China. Ich habe das mal gehört, habe die Zahlen nicht mehr verifizierbar parat. An einem verkauften Golf 500 Reingewinn in Europa. Wenn er in Europa produziert wurde, in China wären es 3000. Wenn er in China produziert wäre, was am Ende für den Verkaufspreis von einem Golf für über 30.000 dann schon lachhaft ist, wenn man nur 500 Euro dran verdient in Europa, dann macht man grundlegend was falsch in seiner Firmenstrategie, aber es gibt ja die ganz wichtigen Papierstapelträger von A nach B und jetzt schmeißt man hier die Leute in der Entwicklung raus, wo ich immer sage, die Leute, die entwickeln, sollten aber Autos bauen. Ob es am Ende die falschen Leute sind, ist schwierig zu sagen.
Bei VW dreht alles Extraschleifen. BYD baut ein Auto vom Prototypen bis zur Serienreife in 18 Monaten. VW braucht mindestens 36 Monate, wenn es denn überhaupt klappt. Und 1,15 Millionen abgesetzte Fahrzeuge hatte VW in Europa zuletzt. Toyota fast 700.000. Sie sind dicht auf den Fersen, aber man glaubt es kaum, wie eine Traditionsmarke VW von der Politik in Grund und Boden gerammt wurde. Und ich warte nur drauf, bis jetzt die großen Rettungsmilliarden ausgepackt werden. Und da sage ich, kein Cent für Volkswagen. Schade um jede Familie, die hier ihren Job verliert. 30.000 am Ende könnten es sein in Deutschland. Das sind 30.000 Schicksale. Das darf man nicht vergessen. Aber es gibt Gründe und Ursachen und die liegen nicht darin, dass jetzt auf einmal irgendwoher ein Verbrennerverbot kam und deswegen ging alles die Hose hinunter. Die Probleme haben alle Autobauer auf der Welt. Alle haben die gleichen Bedingungen, auch die gleichen Bedingungen, wenn sie im europäischen Markt aktiv sind. Und es geht keinem der Autobauer so schlecht wie Volkswagen. Das ist ein wirklich hausgemachtes Problem. Die Politik und der Steuerzahler, du und ich, wir sollen das jetzt richten. Dabei fahre ich noch nicht mal Auto. Ich bin auch nicht bereit für eine Firma, bei der 20% das Land Niedersachsen hält, Geld hineinzuwerfen, solange Niedersachsen nicht seine ganzen Anteile verkauft hat, damit das Unternehmen endlich mal frei ist von politischem Einfluss. Wohin politischer Einfluss führt, haben wir jetzt gesehen. Jede vierte deutsche Stelle soll abgebaut werden. Ist auch deine dabei? Schreib mir unbedingt einen Kommentar unter dieses Video. Vielleicht arbeitest du ja bei VW oder bei einem Zulieferer. Ich kenne den einen oder anderen. Aber die Politik, sie ist weiter im Schlafwagen unterwegs, einfach in den Abgrund. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung und damit sage ich ciao, bis bald.